Geh los. Jüti, Eumelchen. Jo, sehr schön. Dann verlauf das nicht auf der Suche. Ich versuch's. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich durch bin, dann kannst du das ja beenden. Ja, alles gut, das stört mich nicht. Okay. Aber kannst du ja sagen, dann flüstert mich. Jo, ich sag dir. Wie heißt er? Tinari nicht an. Tinari. Ja, okay, gut. Gut, dann freue ich mich auf später, Eumelchen. Ich mir auch. Guten Loot. Hab ganz viel Spaß. Danke. Und dann bis später gleich. Bis später gleich. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Als Heiler. Als Heiler, okay. Ja. Na, ich fand Katze geil halt, ne? Ja, Katze ist in TBC nicht so stark gewesen, außer mit Schurke zusammen. Aber jetzt Lich King ist die super krank im PvP. Moin. Servus. Dadurch, dass der halt instant wirbeln kann und so. Mark hat gemeint, in 2 Minuten ist er ready. Was habt ihr denn vor? 3 versus 3. Oh! Arena spielt ja auch noch. Yes. Völlig wild. Okay, dann stören wir euch mal nicht. Und schauen mal oben, was die so treiben. Bis dann. Bis denn. Bis denn. Hallo. Hi. Moin. Wir sind die 9. Wir sind die 9. Genau. Willkommen. Oh, danke. Ich glaube, Trippi idelt gerade ein bisschen vor sich hin und ich bin random in Nax 25. Okay, ich bin mute, perfekt. Ah, das ist das Zweite, was er gerne macht. Ja, ich hatte vorher ein anderes Headset und keine Ahnung. Ich habe dort 3, 4 Jahre so bestimmt gehabt. Und da konnte ich mich einfach muten, indem ich das Mikro hochgeklappt habe und seitdem das nicht mehr ist und ich das immer am Headset einen Knopf drücken muss, vergesse ich das ständig, dass ich mich gemutet habe. Passiert so unbewusst. Also seid ihr, Aki fällt dann ja raus wegen Daily HC, aber brauchst du mit irgendwem, willst du mit irgendwem mit, Arne? Och, ich komme wohl noch eine Runde mit, ja. Ich würde ganz kurz hier noch probieren, mal eben, weil ich mich in so eine Höhle vorgekämpft habe. 1, 2 Mobs noch hier. Kann das hier überhaupt jemand droppen? Sieht nicht so aus. Ja, ich würde mit dem Krieger mitkommen. Oder Tankplatz ist noch, oder? Wir sind aktuell nur wir zwei. Also, alles klar. Der Bombos und ich. Ja, ich würde mit dem Krieger mitkommen. Jo. Ich log eben um. Was ist denn das überhaupt, Daily HC? Gundrak. Ah. Achso, siehst du, da wollte ich eigentlich nur noch hier Mage-Wasser machen können. Egal, ich invite einfach einen Mage. Genau, mach mal. Soll ich dir Wasser bauen? Du kannst, ja, alles gut. Wenn du Survival machst, krieg ich ja sowieso deine Frischen. Bro, geht kein Wasser. Oder findest halt noch Mage. Warashi, ist das dein Krieger? Nee, it's Trippy. Achso. Jetzt verwechselst du Gefahr, Warashi ist der andere Arne. Ja, der heißt auch Arne. Ja, wurde mir dein Trippy wurde mir noch nicht angezeigt, deswegen. Ja, ich war. Dann passte das ja genau. Arne und Krieger. Ja. So, Eintrag erstellen. Ja, vor allem, ursprünglich war mein Plan auch Krieger zu spielen. Aber dann hatten wir noch keinen Unholy und dann dachte er, die Klasse ist so stark, wäre irgendwie für den Raid ein bisschen doof, so eine. Keine Ahnung.
Wenn du so eine starke Klasse hast, ist natürlich ganz cool, vornherein wenigstens einen hast, wo du weißt, der dir halbwegs spielen wird, weil Unholy ist einfach zu behindert stark, gerade in den kurzen Fights, und macht viel zu viel Damage. Und da habe ich doch Unholy anstatt Krieger gespielt und dann hatten wir ewig keinen Krieger und plötzlich hatten wir doch einen Krieger, der dann auch Arne hieß. Du würdest dann tanken wollen? Ich würde tanken, genau. Ist mein eben, oh Gott, ist mein Inventar hier noch voll. Bub. Ich habe dann, sind nämlich ein Priest, Heal und ein Mage am Tool schon in der Gruppe. Dann habe ich die mal gefragt, ob die. Ja, ich kann auch Damage machen, wenn. Genau. Ich brauche nicht heilen. Genau, das war der Plan. Die Kriegerprobleme gehen wieder los. Ich habe viel zu viel Gear. Mein ganzer Bug ist voll. So schnell geht das sogar mit Magier. Von den Abenteuerbedarf Nordend im Inventar, weil ich nicht wollte, dass die mir das Inventar voll müllen, jetzt erstmal alle aufmachen und dann. Und da jetzt direkt das Inventar ist voll. Katastrophe dann. Dann erstmal wieder sortieren. Einfach einen Mount ziehen und schon. AP Flask, let's go. Wo, Pet? Ach, schade. Hat einer von euch schon ein Pet da rausgeholt? Oder ein Mount? Ja, einige. Mount nur einzelne, ich glaube. Einer hat auf jeden Fall Anzu bekommen, das war aber sehr am Anfang. Oha. Ein Heiler und ja, wobei. Das weiß ich safe, da Rest bin ich mir nicht sicher. Aber Dings, Pets kriegst du immer mal wieder daraus. Er hatte die Tage geile gelbe Motte. Oh. Yeah. Sehr nice. Ja, ich hab schon drei Katzen daraus geholt. Katzen? Weißes oder? Kätzchen, orangenfarbene Tigerkatze und Bombay. Aber leider noch kein. Ach ja, genau. Ein Papageien. Aber Anzu würde ich auch nicht nein sagen. Ja, ne? Das ist, und die Kissen sind auch der Grund, warum plötzlich so viele mit dem Baron Mount und so rumrennen, ne? Also, richtig, genau, ja. Das hat mich schon gewundert, dann, bis ich dann herausgefunden habe, beziehungsweise erfahren habe, dass man die aus den Kisten bekommt. Genau. Theoretisch. Ich weiß auch gar nicht, ob sie die. Ob sie unabhängig davon auch die Drop Rate erhöht haben. Ja, auch Leute gibt, die das Solo farmen, sollte ja jetzt umso einfacher sein. Mhm. Wir waren auffällig viele DKs, die das Baron Mount hatten, deswegen hatte ich nämlich gedacht, ob das einfach Solo jetzt, ob die das alle Solo gefarmt haben oder halt alle als Tank gelevelt haben und dann dadurch. Geht auf jeden Fall, also kannst du auch große Teile von Zul'Gurub zum Beispiel einfach Solo machen. Ja. Ich wollte jetzt, ich habe den, oder machen viele bei uns hier den Tigerboss halt da entsprechend, aber ich hatte das bislang mit dem DK immer als Tank gemacht, weil ich halt wusste, safe, werde ich nicht sterben. Dauert allerdings dann auch entsprechend. Wollte jetzt nächstes Mal mal schauen, wie das ist, wenn ich das Unholy mache, in normalem DD-Gear, kann ich mir trotzdem recht gut heilen mit Blue Presence und Blutstoß und
Dann geht das Ganze vielleicht deutlich schneller, als da immer 10 Minuten zu brauchen, um den scheiß Boss alleine zu killen. Ja. Platz stehst du da mit deinem 1K DPS oder so? Ja, wir haben das auch zusammen gemacht mit Tummy Mage. Mhm. Und tatsächlich verfehlt man den ganz schön oft. Gerade wir haben beide den Raptor und den Tiger immer gemacht. Weil ich den Raptor haben wollte. Ja. Und dann mein Bruder den Tiger. Also passt das eigentlich? Und hier Manukia, da hat man, ich weiß nicht wie viel Prozent verfehlt, aber da ist so viel daneben gegangen. Unglaublich gewesen. Sofort wieder da, ganz schnell zur Toilette. Oh, der Magier, was da so ein Geizknüppel ist, ne? Craftet die einzeln. Ja, ja, ich hab mich schon weggeschnurrt. Gucken, ob er sie auch so verteilt. Beide mit dem nächsten Star, hier Star, ne? So, hey. Was haben wir denn? Kein Partner. Erstmal gucken, welches Spec ich gerade drin habe. Auch die, okay. Ich habe nämlich gerade zwei Tank-Specs hier. Ich habe einmal die Arms-Prot-Skillung und die Prot-Skillung. Und beide so ein bisschen ihre Vorzüge, aber die Arms-Prot-Skillung macht halt einfach behindert viel Damage. Ja, die habe ich auf meinem Worry auch. Der ist zwar erst 71. Aber war schon ein bisschen cool, das zu spielen in den Instanzen. Problem ist, wenn die am Anfang einmal nicht zu packen kriegst, dann ist so ein bisschen scheiße. Wenn einmal steht und du die alle angehittet hast, fein, und dann fährst du auch irgendwie voll auf 5-6k DPS. Ja. Aber bis dahin ist immer ein bisschen nervig. Also sag ich, hab da jetzt keine Lust drauf, ich spiele ja. Und ich finde halt auch die neuen Pro-Talente auch richtig geil, hier mit dem Charge zum Beispiel, dass du das in jedem Stance machen kannst. Ja, habe ich jetzt so ein Makro für, der dann halt einfach den Kampfhaltung, weil der einen kürzeren CD hat, über den Berserker immer nimmt. Und ich habe quasi ein Makro für alle Charges, in egal welcher Stance, ist mega entspannt. Das klingt entspannt, das stimmt. Man nimmt halt, wenn das halt ein verbündetes Ziel ist, nimmt er entsprechend den das Einschreiten. Ach, kannst du das Abfangen auch in Death-Haltung dann nehmen? Richtig, genau, wegen dem Talent, was im Prot-Baum dazugekommen ist. Also du kannst jetzt jeden Charge in jeder Stance benutzen und du kannst den Kampfhaltungs-Charge auch im Infight benutzen. Ja, okay, das wusste ich nur. Ich wusste jetzt gar nicht, dass du den in Death Stance plus Infight nutzen konntest, wusste ich, aber ich hatte nicht gedacht, oder wusste nicht, dass du da auch das Abfangen auf dem Berserker. Also einfach ohne Spec-Wechsel, ohne Spec, sag ich schon, ohne Haltungswechsel, kannst du einfach in die nächste Gruppe reingehen und wenn dein Kampfhaltungsfeld schon raus ist, dann benutzt du den Berserker-Haltung und beim neutralen oder freundlichen Ziel entsprechend mit einstreiten. Ach, das ist ja ziemlich cool. Thank you.
ja immer noch witzig finde. Ich habe in PBC, weil anfangs bei uns die Hunter so kacke waren, in der P1 auf Hunter rerollt. Was Salve für eine Scheißfähigkeit war in TBC und wie krass die jetzt ist, ganz verrückt. Ja. Himmelweiter Unterschied, wa? Also das ist ziemlich cool. Und Dings haben sie ja auch verändert, ne? MD geht jetzt, glaube ich, über eine bestimmte Zeit und nicht mehr auf Autotex oder auf 3 Charges so limitiert. Genau, das ist halt in den kompletten 3 Sekunden jeglichen Schaden, den du machst, wird umgeleitet quasi. Das ist schon ziemlich luxuriös, ja. Aber ist bei Rache beim Krieger ja auch ein bisschen so, ne? War jetzt nie komplett scheiße, der Spell. Aber so richtig gut war der auch nicht. Und jetzt rastet er einfach komplett aus. Ja, Rache ist echt... Dass ich da teilweise mit 71 für DPS fahre. Mit dem, ja, ist mit, verrückt, ne? Mit dieser Skillung, was du sagtest, mit den weitreichenden Stößen dann, also da... Halleluja. Ja, Gladiator Spec heißt die, glaube ich. Schon, Vor allem das halt als Tank immer noch, ne? Ja. Ich finde das halt auch immer so ein bisschen witzig, weil... Gut, ist ja auch so, dass der Krieger overall nicht... Also keine Frage, so DK und Dings sind auf jeden Fall besser. Ich finde Pharaoh ist auch nice und da tut es jetzt nicht so viel zwischen Krieger und Dings, aber... wieder am Anfang, ich sag, hier ist so scheiße und keine Ahnung was. Und dann gibt's einfach plötzlich so, und ich weiß nicht, ob sie damals auch gab. Ich spiele alles zum ersten Mal, aber also gibt's einfach eine besondere Prospect, die 5-6 KDPS ohne Probleme fährt. Ach, was muss man für die Daily hier machen? Könnt ihr die vielleicht nochmal eben teilen? So, klar. Ja. Nur ein Boss. Jo, danke. Der ist heavy. Meiner war leider ganz knapp um mich ready. Oh. Ach, mal eine Runde wieder. Der ist ja strong. Happens. Wir sind ja einiges gewöhnt von unserem Enhancer, was solche Sachen betrifft. Insofern. Ja, ich hatte hier bei dem einen, ich hab mir, oh, Enhancer ist ja nicht Main-Stack, da habe ich mir so Deep Guide von 3,5 Stunden angeguckt von Leuten, die das halt professionell auf Endgame spielen. Und bei dem war das tatsächlich, die waren da nicht gestern. Jedes Mal, wenn ich meine bespüre, sind die halt auf gestern. Das heißt, die haben wild in der Gegend rum. Die haben vielleicht einfach irgendwie einen, ach, ja, ist die denn nochmal? Ja, die haben in ihr Dings reingeschrieben, Pet Passive oder Pet Attack oder so. Ja. Naja, aber
Naja, bei mir passiert das eigentlich nicht in vielen Fights. Aber die so heavy AE-Damage sind, zum Beispiel Satarion mit der Flammenwand, so, das überlebt halt mein Ghoul oder auch meine Armee, die überleben das nicht. Ja. Und da ist halt das Einzige, wo ich die wirklich mal moven muss. Also bei allem anderen sind die eigentlich immer gut, Heigern noch, aber Heigern auch schon recht speziell. Ja. Deswegen, ich achte da die meiste Zeit auch gar nicht drauf und in solchen Fights bin ich plötzlich komplett aufgeschmissen. Oder nicht komplett auf, ich sehe halt, wenn die dabei sind zu sterben oder schon tot sind. Also, whatever. Ich bin TWC genug auf mein Pad aufpassen müssen. Das ist ja immerhin ein bisschen besser geworden bei Hunter. Weil sie eine Pad-Mechanik? Achso, ne, weil man einfach nicht mehr Beastmaster spielt. Ja, aber sie kriegen generell weniger Schaden. Also in der Flammenwand zum Beispiel, da sterben sie auch. Oder bei Hagen. Wenn ich sie da aber auch nur, also in der Wand laufen sie ganz gut, beim Dance laufen sie ganz gut. Und muss sie dann halt nur auf Passive und Follow haben, dann bei, wenn du selber tanzt, ansonsten stirbt er ja logischerweise bei Hagen dran. Naja, klar. Ansonsten sind die ganz gut dabei. Also bei weitem nicht so stressig wie bei wie in TBC damals. Ja, wir hatten damals bei unserer alten Gilde auf Lakeshire drei ganz gute Tanks und einen so ein bisschen doseligen. Und der hat selber auch einen Hunter gehabt und der hat am Anfang halt überhaupt nicht gecheckt, dass wir das scheiße fanden, dass er den Boss nicht mal ein bisschen umgestellt hat, wenn Illidan ist halt mal hochgesprungen, hat so einen Flammenboden hinterlassen. Und das war halt für die Pets teilweise relativ scheiße, weil du kannst da als Hunter relativ schlecht beeinflussen, wo dein Pet sich hinstellt. Du schickst es ja in der Regel frontal drauf und dann läuft es entweder auf die linke oder auf die rechte Seite und da kannst du halt nicht wirklich beeinflussen. Und da gab es so Kacksituationen, wo dein Pet dann wegziehen musstest und das hat ja behindert viel Damage gemacht als BM. Mhm. Hat man dann zwangsläufig in Kauf genommen, bevor das weggestorben ist, hast notfalls noch Steam Tong oder was benutzt. Und irgendwann, eines Abends, als wir mal wieder bei Illidan waren und er im Raid war und Illidan tanken sollte, sagte er, ja, ich werde mir dann mal jetzt ein bisschen Mühe geben, den Boss auch ein bisschen zu bewegen. Ich war die Tage mit meinem Hunter in einem Pack Raid auch bei Illidan und habe gemerkt, wie scheiße das ist, wenn der Tank nicht darauf achtet. Oh, really? Aber da war das ja auch so, ich weiß nicht, ob sich das auch noch irgendwie verändert hat, aber sag mal, dein Mana war ja relativ begrenzt, hast ja überhaupt nicht drauf geachtet. Bist ja nur nach, ne, also was das G betrifft, jetzt nur nach Damage gegangen und wenn Z schlecht war, dann hast du Z halt nicht gespielt wie im P1. Dementsprechend hat es ja immer meist recht wenig Mana. Und wenn du einmal dein Heal einsetzen musstest, ging's noch, wenn du das zweite Mal einsetzen musst, war eigentlich schon die ganze Fight Rap. Ja. Ein bisschen safe oben gegangen. Ja, BM habe ich gar nicht so viel, ich habe SV da auch schon gespielt. Ja, ich habe nur aushilfsweise gespielt, wenn unser Main SV dann nicht da war. Hatte auch einen gewissen Charme, aber ich muss sagen, mir war das alles zu langsam. Mir hat das Attack Speed aus dem BM-Tree und so total gefehlt. Ja, das war wesentlich angenehmer zu spielen, das stimmt schon. Also einfach von der Angriffsgeschwindigkeit her, das stimmt ja, schon. Ja, und das war für mich, mir war es ein bisschen zu langweilig dann. Ja. Wobei die Rote ja eigentlich sogar ein bisschen, muss ich ja noch was einsetzen und so. Machst du Shamanistic Rage gleich oder soll ich pullen einfach? Das kann ich auch warten. Passt. Oh, alles, ja, ich mach, alles gut. Klar, ganz voll. Nichts mehr.
die meiste Zeit. Dürfte aber keinem mehr zählen. Ich habe schon eine bessere Hose. Ich habe die meiste Zeit hier die Armsport-Spec halt auch gespielt. Jetzt, es gibt wohl auch eine Variante, wo man dieses, wie ist das, Wachsamkeit oder Vigilance oder so, wo man halt auch mitskillen kann. Hatte ich aber nicht. Jedes Mal, wenn ich Deep Rot spiele, vergesse ich das Ding irgendjemandem zu geben. Und erklärt auch, warum ich beim Trash so ein bisschen am Struggeln war, teilweise die Mobs bei mir zu halten. Wollt ihr noch irgendwas anderes? Könnt ihr noch irgendwas gebrauchen, oder? Wäre höchstens. Obsidian 10er hätte ich noch freie ID, war ich diese Woche noch nicht. Oder halt Daily NHC Strat wäre das HDZ 4. Das heißt, leider braucht kann man nicht. Gerade war die letzten beiden Tage doppelt Daily, also ja, muss ich sagen, das habe ich ehrlicherweise oft genug gesehen. Nee, alles gut, das müssen wir nicht machen. Oder musst du ja nicht mitmachen. Ich schätze mal, ob sie der. Der Tankkopf war sehr nice. Wusste ich gar nicht mehr, dass da ein Tankkopf droppt. Endlich einen mit Meta. Das war auch das erste, wo ich 80 war. Erstmal gucken, wo droppt der Meta. Ich hasse es, Köpfe ohne Meta zu spielen. Ja. I mean, für 10er Nax war ja schon ziemlich einfach, so muss ich sagen. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich wollte an dem Abend, wo ich wollte nicht so die Überkrücke sein, erst letzten Freitag 80 geworden. Und ich bin abends halt direkt 10er mit und dachte aber, boah, DD macht eh keinen Damage. Und wenn du auch nicht mal Gear hast, musst du jetzt wenigstens ein bisschen Gold im AH lassen, um halbwegs anständiger Tank zu sein. Hab dann, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Gold oder so im AH ausgegeben, dass ich schon vor dem Raid Credit Moon war, ja, und dann da mit ein paar, zwei, drei neuen Items dazu, dann hat das nicht so den Unterschied gemacht, ob ich jetzt einen Meta drin hatte oder nicht. Ach, so lange ist der Warrior auch noch nicht. 80. Nee, oder? Nicht mal eine Woche. Ja, nice. Ich bin letzten Dienstag, glaube ich. Ja, war das letzten Dienstag? Nee. Sonntag oder Montag, und habe ich noch so Reste-Rampe 25er Nax, wo wir nicht an Patchback vorbeikamen und die anderen Viertel dann alle geklärt haben. Und da habe ich, was habe ich denn damit gemacht? Ach ja, da, genau, da habe ich direkt meinen Helm bekommen mit Meta. Was? Ist er beim Patchwork nicht weitergekommen? Weil ja, das war Dienstagabend. Kein Damage oder kein Heal? Heal und Tank Kombination. Oder Tanks, die das nicht ausgehalten haben. Ja. Die Kombination zwischen Heal und Tank. Gott, ist ganz, ganz wild. Ja, die Healer oder die Tanks, irgendwas hattest du auch gesagt. Irgendwelche hatten unter 3k Gears. Ja. Das ist hart. Ja. Also, das war. Das war nicht schön. Ja, immerhin. Also, Tank, okay, Tank ist kritisch, aber bei Heilern denke ich mir so, ey, wenn die halbwegs anständig equipped aus dem letzten Addon gegangen sind und ihre Klasse spielen können, dann müssen die doch im, also in Flick, ach so, nee, warte mal, du sprichst vom 25er, naja, da macht er wirklich Damage. Hier waren 6 Heiler, 2 pro Tank eingeteilt gewesen und ich glaube bis 75% oder so ging's gut und dann ist plötzlich nicht mal einen Off-Tank verreckt, sondern der Main-Tank. Also der eh das schlechteste Gear zwar hat, aber nicht die Hateful abfängt. Ja, der ist eher umgekippt und dann natürlich wie die fliegen. Und dann haben wir immerhin noch die anderen drei Viertel alle geklärt. Und wollten sie es zum Schluss nochmal probieren, so nach dem Motto, ja, wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Gear bekommen, vielleicht wird's jetzt ja was, aber da bin ich dann raus, da war dann auch schon 11 oder was. Was ich designtechnisch ja ein bisschen fail finde, ist, dass sie so Item-Level-Difference reingebracht haben, dass irgendwie, also ich habe das jetzt so in mein zweiter Char, der ist, oder der Char, der 280 war, mit dem ich jetzt auch schon recht viel raiden war, Magier, das ist ja crazy, wie viele sich da teilweise die Biss-Items teilen, einfach nur weil das höchste Item-Level hat, total behindert, ey. Hm.
Das war auch in dem... Ich war letzte Woche mit Murphy zusammen im GDKP von Frontschweine. Da war das auch, konntest ganz genau erkennen. Das war, als wir mit Maligos, Satarion 3D und Kaltuzad, Saphiron Loot plus die Trinkets aus Nax. Also die Items. Der komplette, also drei Viertel des Loots von Nax war noch gar nicht verteilt. Da waren wir beim Goldpool von... ich glaube knapp 145.000 oder so. Oh. Und mit allen Items, die dann noch dazu kamen, also drei, vier von alles aus Nax, außer Saphir und Kaltuzad und die Trinkets, die gedroppt sind, also alles außerdem hat dann nochmal 15.000 oder 20.000 eingebracht. Das ist halt, erstens brauchen die schon kaum mehr Leute. Und zweitens sind die einfach, also gibt's bei den, bei Kaltuzad, Satarion und Maligos teilweise halt einfach deutlich bessere Items. Das ist irgendwie designtechnisch schon kacke. Was ja eine Relation ist, ne? 25 auf die Masse der Items und dann bist du bei, was weiß ich, vielleicht einem Drittel bei 145.000. Ja, also das hat, wirklich, ja, so gute 90% von dem Gold eingenommen, dann kamen 3-4 von Nax, also alle anderen Bosse der Loot und da war ja auch noch, also in den 15-20k war auch noch drin alles an Splittern. Die verrollen am Ende immer noch quasi den Pot von den Diss-Items, alles was gedisst wurde, wird als ein Paket verkauft, wo die Leute nochmal drauf bieten können. Das war da mit drin für 2000 Gold und irgendwas anderes, glaube ich, auch noch. Ich war auf jeden Fall erschreckend. Ja. Ich habe irgendein, ich glaube, Improve Anything oder so, irgendein Addon habe ich das blockiert, das im Chat mit Boost und Gold DKP. Ich habe mich schon gewundert, ob es hier auf Razorfen keine GDKPs gibt, aber irgendein Addon blockiert das im Chat. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ist eigentlich eine gute Einnahme. Das ist eine Truppe, ja. GDKP muss man Bock drauf haben, ne? Entweder man hat da Bock drauf oder nicht. Das ist auf jeden Fall eine Truppe, die was ursprünglich wohl, die haben die in ihren Discord-Regeln drinstehen, ursprünglich auf, lass mich nicht lügen, irgendwie Firemore oder so gespielt und die haben halt seit Classic da schon ihre Raids immer mit GDKPs gemacht. Die machen 3,25er oder Main Raids GDKP in der Woche. Und haben da die Leute, die da drin sind, auch entsprechend ihre Chars, hat die bei mindestens zwei mitgehen und so ist halt jeder Raid bei denen in Anführungsstrichen öffentlich oder so semi-öffentlich. Mhm. Und also was die Clear-Zeiten und so angeht, ist der echt stark, der Pack. Die haben irgendwie die 6-beste oder 7-beste Serverzeit jetzt aktuell. Das ist ordentlich. Das war auf Patchwork, war das, glaube ich, der drittschnellste war eine Gruppe. Die beiden schnellsten waren ganz normale Gilden und dann der drittschnellste auf Patchwork war dann schon eine Gruppe. Das hatten wir in Classic. Da war mit Akku, wir hatten einen Akku-Pack und wir hatten quasi bei uns zu der Zeit auf Classic 3 gute Gilden, so würde ich sagen. Das war einmal Kaizen, wo wir waren, dann Unity, wo wir später waren, wo wir hier Aki und Murphy kennengelernt haben und Respawn. Und ich glaube, auf 1 war zu der Zeit noch Respawn, 2 war Unity, 3 waren wir mit Kaizen, also was Nax Progress anging. Und wenn du dir die Killzeiten angeguckt hast, dann war das halt bei den anderen Contents auch ungefähr so. Nur wenn du Akku angeguckt hast, dann war da Respawn, Kaizen, Unity, Kaizen-Pack und dann kam der ganze Rest. Und der Kaizen-Pack war einfach, keine Ahnung, halbe, drei, vier Stunde schneller als alles, was danach kam. Wo übel viele Twinks von uns drin waren. Aber die einen, ja, das war halt so ein Dorfserver, da waren so, also, weiß ich nicht, ich habe noch nicht auf so viel, das ist der zweite Server, auf dem ich jetzt so wirklich nennenswert spiele, also mit Lakeshire, dementsprechend kenne ich das nicht, wie in der Allgemeinheit so ist.
Aber es hat sich wirklich so angefühlt, als ob dadurch, dass das so ein ja, verhältnismäßig kleiner Server ist, die Masse an schlechteren Spielern auch irgendwie, weiß nicht, ob die größer war, vielleicht war die einfach auffälliger, keine Ahnung. War auf jeden Fall, fanden wir das damals auch ganz witzig, dass einfach unser Pack-Raid mit übertrieben vielen Twinks immer die viertschnellste Akkuzeit hatte. Stimmt, BWL haben wir sogar auch noch gemacht. Ich glaube, BWL hatten wir sogar noch, waren wir sogar unter den Top 3, da waren wir schneller als einen Main-Raid. Aber das war auch noch. Ja, Classic war wild, ey, mit Fury-Prot. Ja, das war nachher nur noch Furies mit Schamanen in der Gruppe und fertig. Ja, ja. Und so sind die dann die schnellsten Runden gelaufen. Ich habe selber auch Krieger gespielt, also ich kann nur sagen, mir hat das auch Spaß gemacht. Das war, ich habe halt vorher nie Retail gespielt. Ich wurde von zwei Guildmates hier, Marc, der euch angeschrieben hatte, und Benny, der unser Guildenlead ist, seit vielen, vielen Jahren Real Life. Benny kenne ich schon seit dem Kindergarten. Und die haben, als Classic so ein halbes Jahr oder so raus war, der eine mir das Spiel geschenkt und der andere ein Abo. Und dann konnte ich halt schlecht sagen, ja, ich spiele das jetzt nicht mit euch. Und so habe ich überhaupt erst mit WoW angefangen. Ich habe nie Retail gespielt. Ja, aber ich muss sagen, Krieger ist super lustig. Yes. Ja, wir haben damals bis WOTLK zusammengespielt, dann hat mein Bruder mit Cutter aufgehört, das habe ich auch noch gespielt, bisschen Mob Arena. Dann habe ich auch wieder aufgehört, habe dann, war Legion vor BFA, ja, ne? Zur Legion wieder angefangen? Legion war vor BFA, ja. Da hat mein Bruder dann auch wieder ein bisschen mitgespielt, mit BFA hat er dann aufgehört, habe ich dann auch wieder weiter gespielt. Zwischendurch dann jahrelang weiter auf diversen Private Servern wie OTLK gespielt. Vorzugsweise Arena Tournament, dann Warframe hätte ich beinahe gesagt, War Main. Und jetzt halt wieder seit Classic. Passionierter PvP-Spieler auch. Jo. Das war die erste Intention eigentlich, mit Classic wieder anzufangen. Und jetzt wild am Raiden. Ja, musst du oder müsst ihr, weiß ich ja nicht, ich mal den anderen unten kurz schließen, vor allem mit Mario, also der Zanzi bzw. Nerdstomper hier im Discord heißt. Der raidet nämlich nicht aktiv mit bei uns. Der wollte hauptsächlich PvP spielen und ist jemand, der nicht immer die Zeit hat und sich deswegen nicht füllen will. Wäre cool, wenn er nochmal im Raid mitkommen würde, aber aktuell macht er leider nicht. Absoluter PvP-Crack auch. Wenn er da mal einen Mitspieler sucht, der hat auch mehrere Chars. Spielt, glaube ich, aktuell Paladin, meiste Zeit Holy, also in Arena und... Habe ich mir schon gedacht, als ich die Namen gesehen habe, wir waren ja erst unten bei denen und dann sagten sie, ja, gleich Arena, bla, und dann sind wir zu euch gekommen. Und dann sagte er nämlich, dass, oder hatte ich mir schon gedacht, genau die kommt, die sie jetzt spielen, TSG. Wo ich dann wusste, dass der zweite Arne auch ein Krieger ist. Marc wusste ich ja, DK, ja, gleich Pala hier, TSG. Ja, vielleicht kann ich... Ja, die haben erst Duo gespielt und jetzt mit Warashi zusammenspielen, ja, Dreier. Ja, kann man mit denen ja vielleicht auch mal, wenn sie Platz haben, eine Runde Arena zocken. Cool, cool. Auf jeden Fall, anhauen. Vor allen Dingen das Gute ist ja mit diesem Personal Rating, ne? Das war früher ja auch noch nicht so. Das kam ja erst, weiß ich nicht, Retail irgendwann ab. Kann sein, dass es schon Legion. Vielleicht Mob war? Ne, Mob weiß ich nicht. Ne, Mob war noch Teams. Später als Mob. Da war das ja erst, dass du jetzt suchst dir einfach zwei Mates, spielst zusammen und dein Rating verändert sich für dich persönlich. Damals war das dann noch so, dass du ein Team erstellen musstest und dann musste jeder, der in dem Team... Ja, genau. Also das war schon... Das war schon wesentlich angenehmer. Hallo! Moin! Hi, Fauli. Oder wie Marc sagen würde, Konnichiwa, Mutterficker. Ja.
Ja, wir haben hier zwei neue quasi gerade unter uns. Ja, dann wissen wir direkt mal Bescheid. Warte mal, lass mich raten. Aki und Trippy, ne? Genau, richtig. Genau. Direkt genau. Identifiziert, sehr schön. Ja, ich hab's drauf. Genau. Ja. Daily NHC sieht schlecht aus, Niki. Da suchen gerade zwei. Ja, zwei Gruppen, nur ein Tank. Drei Gruppen aktuell sogar. Ja, komm. Nee, müssen wir nicht. Alles gut. Die Marken brauche ich nicht mehr. Das wäre jetzt nur. Wir sind da doch jetzt in 15, 20 Minuten durch. Dann lass da eben rein. Bin auch gerade angekommen. Wenn der Tank scheitert, dann komme ich auf jeden Fall noch eben mit. Musst du wissen. Fauli will auch mit, habe ich gehört. Ja. Daily NHC willst du dir anschauen. Schon wieder HDZ. Auf HC aber, ne? Ja, klar. Ja. Guck mal, also, da fehlt nur noch einer, der Schaden. Ein heilender Aki, der uns wieder für irgendwelche komischen Packrates an Nax Ramas verkauft. Wow. Naja, hallo, ich habe gerade das dritte Item gekriegt. Solange der Preis stimmt, genau. Dafür verkaufe ich euch jederzeit wieder. Ich habe gehört, der Pack, wo Lennox letztens drin war doch ganz gut, ne? 4 Stunden Nax oder so, ne? Easy. Oh Gott. Ja, aber ich durfte hier gerade auch schon von einem hören, der alles bis Flick weggekillt hat. Letzten Dienstag, so Resterampe. Habe ich gedacht, okay, der Hunter ist frisch 80, gehst du mal mit. Puck Raid, ja. Pustekuchen. Nicht mal wahrscheinlich TID. Top DD. Nee. Ab. Oder bist du? In Frieden. Mit Flickwerk haben wir angefangen, ja. Da waren halt einige von den Heilern und Tanks gerade. Also Heiler mindestens 2 unter 3k Gearscore, also noch frischer 80 als mein Charakter war. Und ich habe ja direkt so die Waffe aus dem AH gekauft und halt so ein bisschen Gear mir schon erkauft gehabt und dann, ja. Die halt. Nicht ein, zwei Chars, die ich auf 80 hatte, das war eigentlich echt schon frech, die auch in den 10er Raid zu stellen. Ja, mein DK hatte doch komplette S4-Gear, aber hat nicht einen verfickten Sockel in seinem Gear gehabt. Das ist schon wirklich heavy. Alter, weißt du, wie viel Geld ich für Berserker in den letzten Wochen ausgegeben habe? Oder die scheiß Dunkelmondkarten und so eine Scheiße? Ich habe meine für 2,7 bekommen. Ich hab jetzt auch Berserking auf der Waffe, Fauli. Ich habe jetzt, wenn ich nicht Meute verprügle, dann wird jetzt mit einer provisorischen Offhand gestartet mit Black Magic, die wird dann ausgetauscht gegen meine Mainwaffe für Berserking. Und wenn man komplett ausreizen wollen würde, wird man, wenn der interne GCD down ist, dann noch auf eine andere Waffe wechseln mit Cinder Glacier. Ja, überleg mal, ich habe Berserking auf Glimmer, auf Fauli, Doppel auf Messi, weil ich ja den Bissdagger gestern noch bekommen habe. Ja. Reicht. Und bestimmt 7-mal Mungo verzaubert, seitdem wir Hotel Card raus ist. Bist du schon on, Fauli? Nee, mit welchem Char? Was braucht er denn? Irgendwas Schaden machen das. Oder wenn du heilen willst, kannst du auch einen Heiler nehmen. Nee. Fauli ist also wie ich und wir besitzen keine Heiler. Wir können tanken und Damage machen, aber heilen, da sind wir raus. Ja, komm mit Glimmer mal mit. Dann kann ich uns ja schon mal anmelden, dann brauchen wir nur noch einen DD. Richtiger Failpool hier gerade bei Tadius. Kleinen beiden Ads vorne, beide Tanks auf der linken Seite. Nice. Jetzt ist der eine Tank rübergelaufen und kommt zeitgleich mit dem anderen Tank an, der rüber geschleudert wurde. Beide Tanks auf der rechten Seite. Nice. Ach Niki, du kannst wieder Enhancer machen. Melde ich uns mal. Sorry, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war jetzt mein Fehler, dass du auch heilen kannst. Oder auch heilen würdest. Oder vorzugsweise heilen würdest, wie auch immer. Ich habe gerade Enhancer gemacht und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte. Ich brauche einfach nochmal eben. Ich glaube, Horgald hat auch kein DD-Spec. Das ist dann wieder so, das Pendant, der hat dann nur Heil-Specs.
Verstehe ich gar dann überhaupt nicht mehr, sowas. Nee, das ist halt so der Giga-Int, ne? Nur Heiler spielen. Ja, das war mir tatsächlich auch so. Ich hatte ja damals den Tree ist Heiler, Pala Heiler, Shami Heiler. Aber auch beide Specs dann Heilung? Wobei beim Paladin kann ich. Was willst du beim Paladin für zwei verschiedene Heilspe? Macht auch keinen Sinn. Ich glaube, Horgal hat auf dem Paladin wahrscheinlich irgendwas anderes noch. Ich weiß aber nicht, was. Ja, wahrscheinlich so richtig guten Tank-Spec noch, ne? Ja, aber er hat auf seinem Main-Char hat er halt, also der spielt Holy bei uns im Raid und der hat halt als Second-Spec noch Distancy, wo ich mir so denke, hä, wie kann man denn, wenn er dann wenigstens, keine Ahnung, wenn eine Arena-PvP-Spec oder whatever dann die zweite ist, kann ich ja dann noch verstehen, aber wie kann man denn zwei PvE-Heil-Specs, da fehlt mir dann wirklich das Verständnis, aber vielleicht einfach, weil ich nicht so der ambitionierte Heiler bin. Privat aber. Ja. Ja, nee, das ist halt auch ein. Hast du Horgal schon geportet? Eigentlich ja. Gerade wenn du ja eben das Sache hast, ne, dass wir mehr Heiler haben, als wir im Standardkader brauchen für einen 25er Nax und dadurch dann immer die geforst werden, die einen Dual-Spec haben, um zu specken, dann muss man auch mal die Leute forcen, die nur einen Heal-Spec haben, wenn, ne, ich meine, die Leute rollen eh auf alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Jo. Das und steht ab, Horgal! Hi, hallo! Hi. Oh. Wir haben uns gerade gefragt, beim Paladin macht das ja relativ wenig Sinn, zwei Heilspecs zu haben. Hast du da Dual-Spec? Und wenn ja, was ist es? Ich hab mit dem Paladin noch keinen Dual-Spec. Du bist mir eine Nase. Bambusbjörn, Enhancer? Jo. Frag nur für Paddy Power. Jo. Okay, so. Willst du lieber Kings oder lieber so, Wisdom als zweiten Buff? Du kannst aber heilen jetzt, Horgal, wir hatten einen Ort davon. Achso, Kings, ich stelle Mana für dich. Okay, dann kann ja Horgal sogar Kings buffen statt Wisdom, wenn Mana Totem steht. Dann ist das so eingestellt. Okayse. Ach, guck mal hier, der Mage und das hier, den wir eben in Gundrak hatten, sind auch gerade auf dem Weg zur HDZ. Ja, hab ich eben auch. Habt ihr auch auf Lakefire mal gespielt? Nee, oder seid ihr? Patchwork. Patchwork. Bambusbjörn, ich meine, habe ich schon mal gehört den Namen, aber ich weiß nicht, ob auf jedem Server. Oder irgendwelche anderer. Also Lance war ja. Da ist unser Alias, ja. Der heißt auch Bambusbjörn. Aber er ist 71 oder so und. Ja. Gut, wir haben ja auch zu vorm Pre-Patch VirtualK schon hier hingetranst. Wir haben eigentlich quasi nur TBC. Ich habe nur TBC auf Lakefire gespielt. Arne und so haben ja auch Classic da gespielt. Nee, da waren wir. Wir sind ja auch. Pre-Patch sind wir, glaube ich, wieder. Ja, der Name ist mir irgendwo schon mal auf jeden Fall untergekommen. Also bis jetzt konnte ich überall auf allen Servern Roxas und überall, wo ich mir den erstellen wollte, konnte ich den Namen immer wieder nehmen. Aber es ist ja, wie gesagt, eigentlich ohne Ö. Aber gestern habe ich einen anderen, der hieß Icebjörn. Der hatte ein Ö, aber irgendwie konnte ich das nie wählen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Sonderzeichen. Keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt so eine schöne Welle da oben drauf. Alle da, alle ready? Ja, sehr. Auf ja, dann, Peter. Let's go! Wollen wir mal kicken, was uns die Katze hier wieder heute vor der Tür gelegt hat, wa? Komplett im Chroma-Fieber wieder im Moment. Ah. Kennt einer von euch beiden den zufällig? Kurt Chroma? Oder Shea Chroma? Na klar. Sendung. Oh. Stark. Wie Stift die Satte, Chess Krömer. Chess Krömer, ja. Ach, der Kevin. Ja, sein richtiger Kevin.
Ja, muss manchmal auch einfach. Ne? Ein Kevin. Ja, scheiße, dann mit Schwung. Guck mal, geht los, wie letztens, das hatten wir. Brauchen wir wieder einen neuen Details-Namen. Weißt du, so langsam keiner mehr, wer Forst ist. Ah, true. Wer ist dieser Forst? Das weiß keiner so genau. Oh, warte mal, Hoggard ist ja dabei. Ich dachte mal lieber Wisdom. Krieg ich wieder Ärger. die Heilpala Judgment Knight. Und ja auch, Grief halt nicht. Grief hier so viel ich will. Sie ist der Griefer. Genau. Griefbaut. Ich hatte in TBC mit meinem Krieger immer Kong Fury im Details drin. Den fand ich auch witzig. Muss sagen, ich finde das schön, dass mein Krieger das jetzt wenigstens geschafft hat, in WOTLK endlich mal das Schwert der 1000 Wahrheiten zu tragen. Es ist aber auch ein absolut geiles Schwert, alleine schon, weil da unten drunter steht, von Swordsman prophezeit. Ja, ja. Zu gut, ey. Die South Park-Referenz. Auch, man war, ich glaube, letzte Woche mit dem Chef drüber geredet. Irgendwas diskutieren, sagte auch, wir können das auch ausrambohen. Ach, seht ihr? Habe ich wieder vergessen, hier den Buff anzumachen. Aber jetzt habe ich das. Ich brauche eine Weak Aura dafür. So, keiner will, ich kann. Völlig Disser? Also, ne, ich frage jetzt wegen der Innie von gerade. Üben wir beide nicht, ne? Du kannst dissen? Ich kann dissen, ja. Dann kannst du ja auf alles Bedarf machen hier für die Splitter. Sure. Ups, jetzt gibst du mein Pad, genau das nehmen. Hinter uns. Ach, oh. Das war aber jetzt. Hallo. Backstep. Ich war gerade abgelenkt. Du hast wieder Chess Krömer geguckt, ne? Ja. Ja, einfach ein schöner Mann. Oh, Premium-Item. Ich muss mein Loot-Fenster echt mal umstellen, ey, weil immer dieser scheiß Proc von Exorcism ist genau da drüber über dem Loot-Fenster. Ich habe die wird der jetzt mit wie heißt nochmal dieser deutsch-afghane Comedian Serdar Somunchu, also Kaiser Kabusi. Ja, genau. Okay. Der war jetzt zu Gast bei Krömer. Ja. Krömer hat das nachher abgebrochen kurz vor Ende, hatte keinen Bock mehr mit dem zu reden. Ich finde ihn auch nur so Sebi lustig. Semi, sorry. Ach, mit dem war doch irgendwas mit Frauenkrams auch, ne? Dann ging es wahrscheinlich auch. Ja, ist halt so ein Typ, keine Ahnung, irgendwie so ein Oliver Pocher Verschnitt ist, ja. Hat immer auf irgendwelche Minderheiten sich lustig machen und irgendwie sticheln, um der Aufmerksamkeit zu bringen. Ja, das hat aber Serdar Somunchu am Anfang auch gemacht, nur halt in witzig. Und smart. Ja, aber der kann es dann auch nicht gut sein lassen. Er hatte so einen Scheiß irgendwie, wo da ging es um K.O.-Tropfen und er hatte dazu was auf Twitter gepostet und dann hat da irgendwie eine, ja, ich weiß gar nicht, ob man die kannte oder was, auf jeden Fall hat da so eine Frau drunter geschrieben, dass sie das, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war halt scheiße. Wie ist der denn? Die will jetzt auch nicht alles gutheißen, so Moralapostel da drunter ballern, aber
die Art und Weise, wie er das formuliert hatte und so alles, war schon absolut bad einfach nur. Und dann hat einer da drunter geschrieben, die irgendwie mal mit über K.O.-Tropfen Verabreichung vergewaltigt wurde und was weiß ich nicht. Und daraufhin hat der halt nochmal so was richtig Dämliches, einen Kommentar darunter losgelassen. Damit ging die ganze Scheiße überhaupt erst los. Und das hat er, wusste ich vorher auch nicht, aber das hat er wohl schon jetzt verschiedene Male ist er so aufgefallen, wo er sich einfach nur komplett daneben benimmt, wo du einfach nur denkst, Alter, ich kann... Vorm Denken Gehirn einschalten. Ja, ja, genau. Die Junge, kannst du nicht nachdenken, bevor du so eine Scheiße von dir gibst, ey. Dass solche Leute in der Öffentlichkeit stehen, ist halt irgendwie... Ja. Ist halt retarded, ne, wenn man sucht, irgendwie erzwungen, witzig zu sein und dabei halt knietief in der Scheiße hängt nachher, ne? Und dann nicht mehr aus den Aktionen rauskommt, die man dann von sich gegeben hat, wenn man halt im Nachhinein erst merkt, wie dumm das ist. Ja, vor allem, wenn das einmal passiert, okay, fein. Aber wenn das immer wieder passiert, am laufenden Band, aber es gab auf jeden Fall verschiedene Beispiele dafür, wo das in den letzten paar Jahren immer wieder so passiert ist, wo du dich einfach irgendwann nur noch fragst, was für ein Typ ist das eigentlich? Und Krömer sagt ja immer von der Sendung, dass das Format sei, sie werden Arschlöcher und Freunde ein, aber sie sagen nie, wer ist. Die Leute und die Zuschauer sich da selber denken müssen. Und bei Kavusa meinte er halt so, ja, am Ausatmen, weil er gar keinen Bock mehr hat und meinte, ja, ich glaube, ich muss das Format von der Sendung nochmal überdenken. Und dann irgendwann von wegen, ja, wir haben ja hier Krömer und Arschlöcher, unter anderem dich, wo er doch mal so ganz offen und dem richtig in die Fresse sagt. Ja, war schon heavy. Geile Folge. Ja, keine Ahnung. Ist mir dann zu dumm meistens auch, das, was dann die Leute labern. Also gerade so in dem Programm von denen, ne? Das ist halt wie Luke Mockridge. War am Anfang mal so ein bisschen lustig, hat man mal kurz drüber gelacht, aber das ist halt nichts Haltvolles. Genau, ja. Wie Kristall, ne? Das war anfangs auch lustig und jetzt denkst du, so auch so Mario Bart für Arme. Ja, genau, es reicht halt, wenn du dir eine Show anguckst, weil die nächste ist halt einfach genau die gleiche Copy-Paste-Scheiße, ne? Ja, genau. Lobrecht finde ich ganz witzig, es war halt einfach ein sympathischer Typ, ne? Ja, und hat einen guten Musikgeschmack. Ja, darüber lässt sich streiten, aber es ist ein lustiges Kerlchen, das stimmt. Ja, Musikgeschmack ist ganz... sympathische Socke, genau. Ja, auf jeden Fall. Oh, das bringt... Ja, ich bin oder da, eben der alte Serdar so Mundschuh. Geiler Typ. Ja, ich bin da so Felix Neumeier, Till Reiners, so eher die satirischere Ecke, so wie Serdar. Ich finde den alten Johann König gut. Ja, da war ich sogar auch mal live. Oh ja, bei dem, ja, damals. Mann. Aber. Weil der einfach einen Humor hat, der so subtil ist, dass den nicht jeder versteht direkt. Das ist wie mit Schubert, Olaf. Oder Schubert, auch gut. Vor allem. Ja, das bei Jonas, Format, Johann die beiden König. Mit Thorsten Sträter zusammen gibt, finde ich das ist großartig. Ja. Ja. Die labern eine Dreiviertelstunde nur Müll, das ist toll. Mhm. Wenn es jetzt um reine Unterhaltung geht, fand ich auch immer Helge Schneider absolut König. Oh ja, die alte Schule. Vor allem so stumpf, ne? Er hat auch eine Folge, ne? Wie der zu Gast ist bei Komma. Ja. Ich glaube, ja. Ja, ja, hat er auf jeden Fall. Bitte helfen Sie mir, Arne! Das ist. Es gibt den doch, den Ring. Ach nice, brauchst du den ja. Tja, wollte ich den auch mal haben. Ja, ich wollte. Mit dem Hunter hätte ich den immer haben wollen, bis ich dann jetzt die aus Nax bzw. Marken bekomme.
Ups. Oh, ah. Heute war ZA Reset, ne? Geh. Wenn du das sagst. Ja, sieht so aus. Also der Bot im Discord sagt 2 Tage und 9 Stunden. Yes, Sir, dann muss ich gleich noch mal rein. Ich hab nämlich gehört, Döni hat den Tiger bekommen. Ja. Ja, den würde ich auch nehmen. Ja, nicht sein, dass hier jemand einen Mount hat, was ich nicht hab. Wenn es ein Drop-Mount ist. Ja, genau. Wenn ihr das vielleicht nochmal eben vorab löst, überlegt hat euch dann nämlich nochmal anders. Mount-Runs dürft ihr nie mit Fauli machen. Wenn er das noch nicht hat, wird er dann nämlich E-Surf gewinnen. Ich habe mit TBC nur 2-mal das Karamount gesehen. Ne, 3-mal. 3-mal habe ich es gesehen. Beide deine Chars haben's. 2-mal gewonnen. Das ist schon erhöhte Frechheit. Yeah. Ja. Und dafür habe ich das Satarion 3D aus 10er und 25er. Zwar auf 2 verschiedenen Chars, und für das eine habe ich Gold bezahlt, aber I don't care. Herzlichen Glückwunsch! Absolutely Trash Mount! Ja, fick dich! Kennst du dieses eine Meme? Oh, it's worthless! Ich habe auch den Drachen aus ADZ 4. Der Schwarzdrache, der ist ziemlich cool aus dem Zähler. Ja, der ist ganz okay. Ich muss sagen, tatsächlich finde die Protodrachen nicer. Ah, scheiße, jetzt kann ich dich gar nicht mehr mit dem Verseuchten aufzählen. Nee, seit gestern Abend. Oh mein Zeit, Alter. Oh, ich war gestern damit. Horst von Wish. Ich dachte, du wolltest den Namen ändern. Ja, habe ich mir ist noch nichts eingefallen. Oh, warte, ich nehme mich so. Noch nicht engagieren, bitte. Ah, oh, fuck. Okay. Okay, ich habe mir auch jetzt mal extra einen neuen Namen für dich. Chef Krömer. Hat Barlo nochmal den Retifaler gelandet im Klassenblock? Ach ja. Ralf der Retadin. Ne, der Olololadin. Der Tankpaler der Loladin und der Retifaler der Olololadin. Oh. Müll. Bin zu faul, Delete zu drücken. Was zu drücken? Delete einzutippen, wenn ich den gewinnen und löschen will. Deswegen vergammelt der einfach. Sachen für Sperry flippen. Na, mal jemand mal einschläfern. Nein.
Reise. Wo ist das Ende der Welt? Und Drack warst du schon, Trippi? Oh. Dog shit. Oh, it's absolutely crap. Kannst du alles dessen von mir aus? Ja, ja. Auf jeden Fall. Schmeißt halt auf die Gildenbank oder ich weiß nicht, wie ihr sowas handhabt. Steckst es ein. Ja, ja, wenn Fauli auf der Gildenbank hört, dann steckt er immer alles ein. Bitte, was? Ich bin die Gildenbank. Wenn du sagst, er soll es einzahlen, ist nachher noch weniger drauf, wa? Ja. Ja, deswegen darf ich's immer behalten. Ich weiß nicht genau, wie das mit eurem Rang ist bei uns auf jeden Fall so, dass Raider wahrscheinlich in absehbarer Zeit müssen wir einfach schließen, wenn man irgendwelche Raid-Drops oder so hat, die man lagert, um nicht zu gewährleisten, dass die gleichmäßig verteilt werden, sollte man vielleicht schon über einfach die Kontrolle behalten, aber ansonsten können da alle Raider auf jeden Fall dran. Und wenn ihr Main Gear in Chance braucht, dürft ihr euch da auch immer gerne dran bedienen an den VZ-Mods. Für die Mainchars ist das gedacht und sollen alle von profitieren, die im Raid dabei sind. Ja, so machen wir zwei unter uns das quasi auch. Also wir haben alles, was an blau, random und grünem Zeug, schicken wir alles an den Magier von Niki und der dann Riesenlager schon an Verzaubermatz. Also nice. Da brauchen wir glaube ich erstmal nichts. Ich sammle das immer nur bis zum, also wenn ich mal irgendwie aus random Runs oder was auch immer was über habe, ich sammle das immer bis zum gewissen Bestand, dass ich so einen Restpuffer habe und der Rest geht direkt in AHA. Mein Problem ist jetzt, ich habe fast alle Folgen, glaube ich, gesehen von Schellkrömer. Von Schellkrömer? Ja, von Schellkrömer. Das mit Strache wollte ich noch gucken. RC-Strache. Ist gut. Ja? Auf jeden Fall. Sehr unterhaltend. Warte mal, Strache war doch hier der Ösi, ne? Ja, genau. Ja, ja. Muss sagen, für meinen Geschmack, also klar ist das, ja. Wir haben Leute vielleicht auch verschiedene Meinungen, aber meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall nicht der lupenreinste Demokrat, um das mal freundlich auszudrücken. Trotzdem finde ich, instrumentalisiert Krömer das Wort Nazi dagegen ihn doch ein bisschen sehr. Also er übertreibt es für meinen Geschmack ein bisschen, aber die Folge ist trotzdem sehr, sehr geil. Also sehr unterhaltend auf jeden Fall und teilweise auch auf jeden Fall informativ. Ja. Mit, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen wieder. CDU-Politikerin, viele Jahre ist ausgetreten während der Corona-Pandemie und seitdem bekennende AfD-Wählerin Erika Steinbach oder so? Kenne ich, ja. Irgendwie so? Mhm. Auch sehr, sehr geile Folge. Es geht gerade mal zwischendurch auch raus, weil er mal eine kurze Auszeit von der Laberei von der braucht. Ich hatte... Ich glaube nur, dass mit, wie heißt denn der Bundestag? Ja. Wie hieß er denn? Spahn. Die Folge habe ich angefangen. Mit Spahn war auch lustig, ja. Boah, da geht er. Wie der den die ganze Zeit nach den Immobilien gefragt hat, ja, war ja lustig, ne? Eieiei. Ja, das war... Also Steinbach kann man sich antun und ansonsten, ich glaube... Was unterhaltungstechnisch angeht, also die sind alle nice, aber ich glaube, so die allgemein bestansprechendste fand ich, glaube ich, die mit Reichelt von, heißt ja, Reichelt? Bild, ja, ja. Ehemaliger Chefredakteur, ja, das war halt wirklich sehr wild. Junge, diese eine Überleitung war so godlike, ne? Wie der da kurz
erst anschneidet, so aus der frühen Zeit von Reichelt, wo der so eine Kolumne hatte, immer über seinen Hund, die hieß Reichelt streichelt. Und nachdem die darüber gesprochen haben, ist so Schnitt. Und dann, ja, streicheln war dann ja auch später ihr Ding. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten eine Beziehung mit einer Auszubildenden gehabt. Ich saß hier, ich konnte nicht mehr. Ja, herrlich. Und einen der Top-Kommentare darunter habe ich einfach nur sowas von gefühlt. Da hatte einer geschrieben, wie das auf humorvolle Art paradox sei, wenn sich der ehemalige Bildchefredakteur darüber aufregt, dass er nicht über seine Privatsphäre sprechen will. Ja. Ich muss sagen, das war auch bei mir, ich finde das Format halt einfach cool, aber egal, ob der jetzt ein Arschloch da hat oder jemanden, den der mag, die Folgen sind, also können vielleicht inhaltlich oder von der Person mal ein bisschen langweiliger sein als andere, aber die, wo der irgendwelche Leute da hat, die der mag, die sind super cool, weil der voll die interessanten Gespräche mit denen führt. Und die, die der nicht mag oder die einfach Arschlöcher sind, die sind halt, ja, anders unterhaltend. Ja. Der mit seiner Berliner kalten Schnauze, denen da die ganzen Sachen ins Gesicht sagte schon. Macht er gut, ne? Finde ich auch. Ja. So. Ach, Niki, morgen wahrscheinlich nicht arbeiten, ne? Wahrscheinlich nur wegen Küche gucken, sagte Fadan. Als ich unten war vorhin. Ja, ja, alles gut. Aber. Für mich ja, ist hier. Hab ich mir schon gedacht, aber muss mal gucken. Ja, ich denke auch, irgendwas kann man bestimmt machen. Wir brauchen ja nicht alle da zugucken. Dachte ich schon, dass da irgendwas kommt. Ja, Teichmann anfangen ist blöde wegen Bagger. Ja. Hannes, wir können ja morgen früh mit ihm in Ruhe schneiden. Ja, ja. Guti. Dann verabschiede ich mich für heute. Angenehme Nachtruhe. Genau, das Kopfkissen. Da. Viel Spaß euch noch und dann hört man sich wahrscheinlich morgen oder ansonsten vielleicht ja Mittwoch zum Raid spätestens. Ja. Schauen wir mal. Aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich... beziehungsweise geht mal davon aus, auf jeden Fall, dass ihr Mittwoch dabei seid. Es werden auf jeden Fall Leute sein, die sagen werden, sie passen da wohl mal. Und wenn nicht, dann werden die tatsächlich einfach ausgesucht. Ich passe bis KT von mir aus. Ja. Gute Nacht euch. Jo, ebenso. Ciao, ciao. Danke. Macht's gut. Gleichfalls. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.